1770 entdeckt der Engländer Cook die Ostküste Australiens und nimmt sie als Neu-Süd-Wales für Großbritannien in Besitz. 1788 Anfang der Besiedelung Australiens durch Weiße. Ansiedlung von fast 800 Verbrechern in der Botany Bay, dem späteren Sydney. Es entsteht die Gefängnisprovinz. 1829 Gründung der Kolonie Westaustralien. Charity, die von dem Banditen Frankie Wells ein Baby erwartet, wird vor der Wohnung des Vikars Wilmot ohnmächtig aufgefunden. Sie erwähnt immer wieder den Namen Luke Firbeck. Sie will sich an ihm rächen, weil sie es nicht verstehen kann, dass Luke Wells erschossen hat. Vikar Wilmot, erst seit einigen Tagen in der Kolonie, hält seine Antrittspredigt. Die Bürger haben keine Ahnung, dass sich hinter dem freundlichen, bescheidenen Pfarrer und seiner Frau ein Gaunerpaar verbirgt, das einen raffinierten Fischzug plant. Gefährdet wird ihr Vorhaben jedoch, als die Komplizin des Vikars das soeben geborene Baby Charities an sich nimmt, da sie selbst keine Kinder bekommen kann. Der falsche Vikar muss auf die Forderung seiner Komplizin, die sich als seine Frau ausgibt, eingehen, um ihren Plan nicht zu gefährden. Aber auch Charity verlangt für ihr Baby ihren Preis. Plötzlich taucht auf dem Boden der Firbeck Farm eine seltsame Gruppe von Siedlern auf. Sie sind nicht zu bewegen, weiterzuziehen und zeigen einen Brief vor, der sie berechtigt, auf diesem Fleck eine Farm zu gründen. Die Firbecks stehen vor einem Rätsel. Jetzt bauen die Brüder schon einen Zaun mitten durch unser Land. Ich verstehe das alles nicht mehr. Da hat irgendeiner seine Hand im Spiel. Die sind von einer Hartnäckigkeit. Jeder andere würde respektieren, dass hier unser Land ist und ein paar Meilen weiterziehen. Aber die Kerle wollen hier bleiben. Die wollen uns bewusst provozieren. Und wollen, dass wir die Nerven verlieren. Wir sollten die Sache ruhig angehen. Wenn ich das schon höre. Wieso haben die einen Brief vom Gouverneur? Hier ist doch niemands Land. Haben wir einen Brief bekommen damals? Ich werde den Halunken das Laufen beibringen. Die Sprache verstehen sie vielleicht. Das ist unser Land hier. Nein, Luke. Nicht schießen. Kate hat recht. Aber es muss doch rauszukriegen sein, wer die Leute ausgerechnet hierher geschickt hat. Edward. Der wird uns sicher helfen können. Wo ist er? Na, wo kann der schon sein? Auf der neuen Baustelle. Nichts wie hin. Sie sind mir dafür verantwortlich, dass die nicht abhauen. Irgendjemand hat ihnen einen Wisch gegeben. Ich frage mich, wer. Woher soll ich das wissen? Ich bin seit Wochen hier draußen. Dann reite mit uns, Elliot. Wir müssen das rauskriegen. Das kann ich nicht. Ich muss den Kram hier fertig machen. Deine Familie braucht deine Hilfe, Elliot. Dafür hast du Zeit zu haben. Wir können das auch alleine, aber du hast da oben mehr Verbindungen als wir. Durch dich ging es schneller. Es sei denn, du hast einen Grund und willst uns nicht helfen. Blödsinn. Corporal! Sir? Benson soll sich fertig machen. Sofort Abmarsch. Rationen für 2 Tage. Beeilung! Ich lasse dich hier ungern allein. Das ist der ganze Grund. Da hinten kommen sie wieder. Ja. Sogar mit Begleitung. Wenn das gut geht, fresse ich ein Schaf mit Samterwolle. Der Einzige, der redet, bin ich. Verstanden. Aha. Lieutenant Elliot. Und wie ist Ihr Name? Crowdy. Von wo kommen Sie? Aus Sydney. Und Sie haben vor, sich hier anzusiedeln? So ist es. Sie wissen, dass das illegal ist. Hm. Die Besiedlung von Land außerhalb der dafür vorgesehenen 19 Distrikte ist illegal. Ich werde dafür bezahlt, das Gesetz zu überwachen. Da gratuliere ich Ihnen. Also machen Sie sich auf die Socken. Es gibt eine Menge billiges Land auf dem Weg nach Sydney. Das weiß ich. Angeblich hat er eine Erlaubnis. Ist das wahr? Mhm.
Kann ich die sehen? Warum nicht? Danke. Da steht, erhält die Erlaubnis, mit der Aufzucht von Schweinen zu experimentieren. So ist es. Südlich der Berge von Tananga. Ja, ich kenne die Gegend hier. Die habe ich vermessen. Wer hat den Brief unterschrieben? Diese Unterschrift habe ich noch nie gesehen. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich kenne die Leute zu wenig. Ist mir auch egal. Sie haben ihn gesehen. Und das reicht. Wenn Sie mir beweisen, dass er falsch ist, dann hauen wir ab. Ist das ein fairer Vorschlag? Frag ihn, wie er an das Schaf kommt. Darüber bin ich Ihnen keine Rechenschaft schuldig. Luke! Wenn ihr euch nochmal an meinen Schafen vergreift, dann könnt ihr eure Schweinezucht begraben. Hier. Das Papier ist echt und wenn Luke diese Leute belästigt oder sogar verletzt, dann kommt dahinter Gitter und ich kann ihm nicht mal mehr helfen. Sag ihm das! Hör! Ich bin ziemlich nervös. Hoffentlich wird alles richtig laufen, aber es wird schon gut gehen. Meine Güte, Charles, bleibt keine Wahl. Ach, ich bitte Sie, machen Sie sich doch nicht verrückt. Das sagst du so einfach. Was ist denn, wenn... Charles! Hast du dran gedacht, falls sie sich das anders überlegt? Was sagen wir dann den Leuten, die mich jetzt so rumlaufen sehen? Man wird natürlich dumme Fragen stellen, das ist klar. Ich verstehe gar nicht, worüber du dir Sorgen machst. Bis jetzt geht alles gut, wir haben keinen Fehler gemacht und wenn wir die Nerven behalten, ist in ein paar Tagen die ganze Sache ausgestanden und wir sind verschwunden. Wir wollen hoffen, dass der Zuschuss von 850 Pfund für das neue Gemeindekrankenhaus vom Gouverneur auch pünktlich eintrifft. Dafür habe ich schon gesorgt. Du wirst sehen, das Kind ist eine gute Tarnung für uns bei der Flucht. Du wirst mir noch dankbar sein. Unsinn. Du hast die Sache nur kompliziert, das weißt du, also vergiss das nie. Ich habe dazu nichts mehr zu sagen. Du hast wohl vergessen, dass ich die Idee mit dem Gemeindekrankenhaus aufgerissen habe. Hey! Lass gefälligst den Baum stehen, du blöder Hornochse. Hör auf, sage ich! Der ist verrückt, Master. Der hat ganz irre Augen. Hey! Ich glaube, taubstumm ist der auch noch. Wo sind die anderen? Deine Leute! Eure Männer! Wo sind Sie? Wer? Das fremde Pack. Ich weiß, dass Sie hier gewesen sind, also lüg mich nicht an. Sie haben sich rumgeholt und Proviant drüben im Laden. Ihr sollt dem Gesindel nichts verkaufen. Wenn hier einer reinkommt und ist freundlich und legt sein Geld auf die Theke, dann kriegt er das, was er verlangt. Du würdest sogar Geld vom Satan nehmen. Was hätte ich denn sonst tun sollen? Sie wegschicken, nur weil du ihre Fratzen nicht magst? Wir könnten sie aushungern. Sie sind auf meinem Land. Das ist deine Sache. Ich habe hier ein Geschäft. Mein Land, Molly. Lass sie los, Luke! Du beleidigst und bittest in einem Atemzug. Mit mir macht er dasselbe, wie es ihm passt. Du bist ein eingebildeter, arroganter Kerl. Du hast Feinde genug, du solltest dir Freunde machen. Du bist eine zartfühlende Frau, Molly. Ein untrügliches Zeichen einer wahren Christin.
Vergib mir, Molly. Am nächsten Sonntag werde ich dem Pfarrer erzählen, du wärst unser geistiges Vorbild. Wie klingt das, hm? Kümmer dich um die Bahne. Vielleicht ist es gar nicht so schwierig mit den Fremden auf deinem Land. Trinken lockert meistens die Zunge. Einer von denen sprach von einem Prediger. Und was hat er gesagt? Das möchtest du gern wissen. Er sprach von einem Prediger? Ja. Wilmot. Diese Leute auf meinem Land kennen Wilmot? Was haben sie gesagt? Magst du mich noch, Luke? Raus mit der Sprache. Ich hab's vergessen. Einer von ihnen nannte seinen Namen. Weiter. Das ist alles. Er war stark betrunken. Der Große hat ihn verprügelt. Weil er Wilmots Namen erwähnt hat? Weil er getrunken hatte. Willst du nicht ein Glas trinken? Nein. Wilmot! Das ist interessant, aber ich glaub's trotzdem nicht. Was soll der gegen dich haben? Ich meine, es ist natürlich ganz gut möglich. So ist das nicht. Die Brüder riechen ja in alles rein. Und hier draußen sind die sehr, sehr mächtig. Aber sie haben doch alles, was sie brauchen. Was wollen die hier in der entlegenen Gegend? Ist mir ein Rätsel. Es steckt jemand dahinter, sage ich dir. Und ich muss wissen, wer das ist. Dass sie sich an wilde Siedler ranmachen, kann ich mir einfach nicht vorstellen. Sie haben sie doch selbst bekämpft. Komm mit mir nach Sydney, Edward. Nur da kriegen wir raus, wer Crowley ist und wer den Brief unterschrieben hat. Ich kann nicht. Ich mache mich strafbar, wenn ich von hier weggehe. Ich bin der einzige Offizier hier draußen. Soll ich geduldig zusehen, wie man mir mein Land wegnimmt? Du willst mir also nicht helfen. Ich kann nicht. Wer soll es dann können? Wilmot. Da liegt der Schlüssel. Jetzt geht das schon 5 Stunden und es ist noch kein Ende abzusehen. Sei bitte ruhig. Wie geht es ihr? Sie ist stark wie ein Tier. Sie hat das Kind nicht gesehen. Sie konnte es gar nicht sehen, weil ich es gleich weggebracht habe. Ich habe es für das Beste gehalten. Geh bitte in dein Bett und löse dein Haar auf. Du wirst beweisen, dass meine Frau in diesem Raum entbunden hat. Das hier werde ich verbrennen. Hol die Hebamme, beeil dich! Es ist alles vorbei. Was ein tapferes Mädchen. Ist es ein Junge oder ist es ein... Es ist ein Mädchen, aber du solltest keine Fragen stellen. Ich werde nicht mehr fragen. Sobald es dir besser geht, musst du gehen, Charity. Wir werden dir alles mitgeben, was du unterwegs brauchst.
gehört dieses Stück Land jetzt wirklich mir. Hier. Hüte es sorgfältig. Durch dieses Dokument bist du der gesetzmäßige Eigentümer. Es ist möglich, dass du vielleicht ein Jahr warten musst, bevor es dir ganz gehört. Das ist eine staatliche Schutzklausel. Aber du kannst ja warten. Ich kann warten. Ich kann warten. Das ist aber ganz reizend von Ihnen. Sehr aufmerksam, Mr. Furbeck. Ich freue mich. Charles war sehr gerührt, dass Sie in dieser glücklichen Stunde an uns denken. Zucker? Bitte. Ist das nicht reizend, Charles, für uns eine so lange Reise zu machen? Großartig. Überraschend, wie weit sich so eine Nachricht verbreitet. Ich glaube, Mr. Crowley hat dafür gesorgt. Er besucht uns manchmal, von Zeit zu Zeit. Crowley? Ist mir im Moment nicht geläufig. Das ist erstaunlich. So erstaunlich auch wieder nicht, Sir. Ich helfe zahllosen Menschen in ihrer Not und weiß in den meisten Fällen nicht einmal ihren Namen. Ist das nicht bedauerlich? Ah, Richter Blake. Wie freundlich, uns zu beehren. Bei dieser Gelegenheit selbstverständlich. Ladies. Mrs. Wilmot, meine herzlichste Gratulation. Ich hoffe, dass sich durch Ihren Nachwuchs in unserer Gemeinde nicht viel ändert. Wir würden nur ungern auf Sie verzichten, Wilmot. Das wäre entsetzlich, Sir. Was sollte sich ändern? Ich finde auch. Vorläufig bleibt alles beim Alten. Aber die Geburt eines Kindes bringt ja häufig Veränderungen mit sich. Ja, das was? Ja. Entschuldigen Sie mich. Wir wollen nicht hoffen, dass sich etwas ändert. Was gibt's denn, Annie? Was ist los? Das Kind. Ich konnte es nicht verhindern. Sie hat geschrien. Sowas. Diese... Ich kann sie nicht weggeben, Hochwürden. Ich kann nicht. Das ist doch Unsinn. Wir haben dein Wort. Ich muss verrückt gewesen sein. Ich will das Stück Land nicht. Ich will auch kein Geld. Ja. Nehmen Sie das Papier. Ich will es nicht. Charity, du würdest dich an deinem Kind versündigen. Nein. Du hast doch nichts, kein Geld, kein Zuhause. Ich komme durch. Fassen Sie sie nicht an, sonst schrei ich. Sie gehört mir. Willst du nicht nochmal nachdenken? Nein. Also gut. Dann ist das nicht zu ändern. Gott beschütze euch beide. Du musst sofort gehen. Geht durch den Nebeneingang. Mrs. Wilmot muss dich ja nicht unbedingt sehen. Sie wird ohnehin den Schlag nicht überwinden. Hier, nimm das Geld. Nein. Und bitte, sonst verhungert ihr ja. Jetzt leg das Kind hin und hol deine Sachen, aber beeil dich bitte. Ich hab wenig Zeit, mach schon. Ich hole die Sachen vom Kind. Warum haben die das denn so lange geheim gehalten? Vorsicht, da kommt er. Ja, und dann hat er noch drei herrliche Kleider mitgebracht. Eins schöner als das andere. Geschmack hat Hillary, ja, das muss man zugeben. Wir haben uns so gefreut, als wir die Nachricht hörten, dass Mrs. Wilmots Wunsch endlich in Erfüllung gegangen ist. Uns ging es genauso. Es ist doch das Schönste in einer glücklichen Ehe, wenn sie dann letzten Endes gekrönt wird durch einen reichen Kindersegen. Man kann den Wilmots nur wünschen, dass der Kleine sehr bald Geschwister kriegt. Aber ein bisschen Ruhe sollte man der Mutter schon gönnen. Nicht zu schnell. Was würden Sie dazu sagen, junger Mann? Sagen Sie uns Ihre Meinung dazu. Tut mir leid. Catherine, komm schnell. Wer ist das? Wer ist diese Frau da? Keine Ahnung. Wenn ich mich nicht täusche, trägt sie Charles. Haben die denn eine arme oder ein neues Hausmädchen? Aber das würde ich doch wissen, meine Güte. Haltet sie fest! Festhalten! Sie ist eine Diebin! Sie entführt unseren Sohn Charles! Nein! Hilfe! Haltet das sie ist fest! Mein Kind! Stehen bleiben! Nein. Halt! Wo willst du hin? Nein, mein Kind! Wer bist kind. Du überhaupt? Lass bei mich wem arbeitest du? Das ist mein Baby! Er lügt! Das ist mein Kind! Oh. Was will sie mit unserem Kind? Lass mich los! Du sollst mich loslassen! Ich bin unschuldig! Es ist mein Kind! Ja, sagen Sie es ihm, Mister. Was soll ich ihm sagen?
Dass es mein Kind ist, dass das Kind mir gehört. Unverschämte Schlampe. Sie wissen doch, dass es mein Kind ist. Sie waren doch im Krankenhaus. Ich glaube, diese Frau ist geistig verwirrt. Nein! Nein! Sie lügt! Sie lügt! Jetzt erinnere ich mich. Als sie vor einigen Monaten hier war, war sie schwanger. Sie muss verrückt sein, völlig verrückt sein. Wir sperren sie ein. Dass sie unseren Sohn Schart für ihr Mädchen ausgeben will, ist doch der beste Beweis. Sie haben damals zu mir gesagt, es wäre ein Mädchen. Lass mich zufrieden. Sie Lügner, sie dreckige Lügner. Sie missbrauchen ihren Kirchenrock. Man sollte sie rausschmeißen. Gottes Wort aus ihrem Mund. Sie lügen, lügen. Der Himmel sei ihrer Seele gnädig. Nein, nein. Unverschämtes Frauenzimmer. Sie muss verrückt sein. Ins Gefängnis. Wir stecken sie ins Gefängnis. Nein, sie gehen. Das muss nicht sein. Kein Wunder, bitte, dass unsere Kolonie einen so schlechten Namen hat. Lukes Pferd, also ist er zurück. Dann ist mir alles klar. Verdammter Dickschädel, hast du sie alle umgebracht? Wenn das wahr ist, dann kann dir keiner mehr helfen. Ist das nicht gut, sie sind weg? Aber Junge, du hast... Die Kirche, Vater. Ich habe die Kirche um Rat gefragt, Vater. Wenn du nur immer lästern kannst... Wilmot! Pfarrer Wilmot! Mr. Wilmot hat Crowley überredet, von hier wegzuziehen. So wird es jedem gehen, der sich hier breit machen will. Wie wird es weitergehen? Ich werde morgen nach Parramatta reisen. Was willst du doch? Wilmot vor Gericht stellen.